Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am letzten Montag. Wir spielen heute Flow. Oder Flow. Ne, ich denke eher Flow. Und das Spiel ist gratis und soll ziemlich stylisch sein. Wir legen los. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Also, doch schon ein bisschen. Also, ich habe es noch nie gespielt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Aber es erinnert ein bisschen an Tiny Wings, hieß das so? Also da hat man so einen Vogel gespielt und musste so immer drücken, wenn er unten ist und dann fliegt er immer so hoch und ja, ihr versteht das Prinzip. Wir müssen jetzt hier drücken, okay, einmal drücken, aber dann ist man unter dem Boden und dann ist man über dem Boden. Also schon ein bisschen anders, aber so ähnlich war es irgendwie. Jetzt wieder drücken, wenn es hoch geht, muss man runter und dann muss man wieder hoch. Oder wie? Jetzt muss man wieder hoch. Okay, also wenn es hoch geht, muss man unter die Erde. Und wenn es runter geht, muss man raus. Okay, jetzt müssen wir... Okay. Und jetzt müssen wir wieder... Oh, okay, verstehe. Ups. 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 No, du musst hoch. Du musst hoch. Hoch. Okay, runter. Und jetzt wieder hoch. Wow. Schon irgendwie cool. Ich habe es noch nicht so ganz drauf. Raus. Und oh oh. Hinter uns wird es dunkel. Wir müssen wieder hoch. Oh shit. Das muss man echt schnell machen, sonst wird man echt langsam. No. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ah, die darf man nicht berühren. Okay, 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 okay. Die haben mir auch nichts erklärt, das dumme Spiel. Hallo? Erklär mir mal mehr. Das war echt dumm erklärt. Und jetzt kommt noch Werbung. Die schneide ich euch raus, natürlich. Bis gleich. Weiter geht's. Okay, jetzt lernen wir das. Achso, es geht weiter. What? What? Genau an der Stelle. Was? Ich dachte nicht, dass es weitergeht. So, jetzt gehen wir wieder runter. Jetzt geht's runter. Oh oh. Und jetzt geht's raus. No. Ich bin ja schon wieder tot. The fuck? Boah, die Werbung nach jedem Ding regt mega auf. Okay, überspringen. Jetzt nochmal spielen. Ich hoffe, jetzt ist nicht sofort Werbung. Jetzt lernen wir es mal, ja? So, wir gehen jetzt beim Hochgehen rein. Und sobald man hier ist, muss man rausgehen. Okay, wieder rein und jetzt rausgehen. Und jetzt fliegen wir. Und dann gibt es einen Bonus. Wow. Okay. Beim Runtergehen gehen wir jetzt mal rein. Ne, beim Hochgehen müssen wir rein, hä? Und jetzt gehen wir wieder raus. No, da war so ein Scheißding. Du Scheißspiel. No. No. Töte mich nicht. Wir können gut entkommen. Gott sei Dank. So, beim Hochgehen müssen wir da rein. Okay, wir fliegen zum Glück drüber. So, wir gehen hoch. Wir müssen drunter. Okay, jetzt haben wir, da sind wir gut ausgewichen. Jetzt gehen wir wieder rein. Sehr gut. Jetzt müssen wir wieder drunter. Ich frage mich, wieso man einen Boost bekommt, wenn man da drunter geht. Aber gut, hinterfragen wir mal nicht die Logik des Spiels. Runter. Und hoch. Und... Oh! Wow, okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Es ist gut. Dieses scheiß Ding da hinten, das Schwarze. Was soll denn das? Geh weg. Ich will nicht sterben. So, jetzt gehen wir wieder rein und fliegen wieder. No, das Schwarze verfolgt mich. Helft mir doch mal. Okay, wir können zum Glück, Gott sei Dank, gerade nichts machen. Da ist irgendwie nah Dingsbums. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Hilfe! Hilfe, ich kann nichts machen. Geh schneller, du Scheißding. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Ich frage mich, was ich gemacht habe. No! Oh, ich bin viel zu tief. Schnell raus. Schnell rein. No, 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 no. Schnell, schnell, schnell. Was spielen wir überhaupt? Also was haben wir hier für ein Ding? So ein Wurm sieht das aus. Das Schwarze hat uns gefangen. Ich hasse diese Werbung. Okay, das Spiel ist cool. Man lernt es auch langsam, aber die Werbung ist doch fucking annoying und die dauert auch noch so lange. Ihr müsst sie, und mein Akku ist fast leer. Ihr müsst sie ja nicht komplett sehen. Ich schneide es jetzt wieder raus. Aber damn. Bis gleich. Wir machen mal an dem Punkt weiter. Und ich habe mir überlegt, wir können ja hier nach
einfach mal Tiny Wings spielen im Vergleich dazu. Ich weiß nicht, ob ich es noch am Handy habe. Ansonsten lade ich es einfach ganz schnell runter. Ich glaube, Tiny Wings musste man damals kaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Yay, hier ist unser Tiny Wings. Ich muss es neu runterladen, deswegen haben wir nicht mehr meine Rekorde von damals. Ich weiß nicht, ob es heute wirklich noch teuer oder Geld kostet. Damals hat es Geld gekostet. Aber ist auch ein sehr schickes Spiel. Oder zählt es noch? Haben wir noch meine Rekorde von damals? Nicht verbunden. Gehen wir zurück. Wo sehen wir denn? Ich sehe es gar nicht mehr. Jedenfalls gibt es einmal die kleinen Dinger und dann hier das hier. Oh, okay. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau geht. Aber ja, man muss dann quasi immer so runterdrücken, wenn er so im Flug ist. Ich glaube, das gefällt mir viel besser als dieses Dingsbums da von eben. Das ist so nice. Und dann kann man natürlich auch Münzen sammeln, aber man muss genau im richtigen Moment drücken. Sonst stößt man da, also ich zeige euch das gerade, sonst stößt man da genau auf diesen Fels. Sondern man muss genau so machen, dass man mit der Kurve mitgeht. Und am besten sammelt man natürlich dann auch noch die Münzen ein. Oder dieses blaue da von eben. Und wenn es so runter geht, kann man einfach gedrückt halten. Also ich denke, die meisten kennen Tiny Wings, beziehungsweise, wer weiß. Also früher war das sehr beliebt, auch damals bei mir in der Schule, aber ist schon, naja, ein paar Jahre her. Also wie ihr da eben sehen konntet, von 2011 oder so. Und zum Schluss gibt es dann natürlich auch wieder sowas Dunkles. Also gerade spielen wir schlecht, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Am Ende wird man dann von der Nacht quasi eingeholt. Man muss quasi der Nacht entfliehen. Und unten links seht ihr dann so die Tageszeit. Ja, lasst mich wissen, ob das Spiel noch was kostet oder ob das gratis ist. Aber dann muss man auch immer so bestimmte Missionen machen. Das haben wir in einem anderen Spiel da eben gar nicht gesehen. Also ich finde Tiny Wings ist da schon eine Nummer besser. Wir machen mal das hier, bis wir sterben. Also ich meine, ich habe jetzt wirklich am Anfang sehr viel verbockt, weil ich da extra gegen diesen Felsen da geflogen bin. Und ich habe es auch Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Früher war ich da ganz gut drin. Aber ist so ein ganz entspanntes Spiel für zwischendurch. Da kann man schön mit chillen. Oder wenn man mal Langeweile hat. Und man braucht auch kein Internet dafür. Also ist das ziemlich nützlich, also so ein Spiel zu haben. Alright. Und dann kommt man immer in so neue Welten. Und ich glaube, jeden Tag wird auch die Welt oder ist auch eine neue Insel verfügbar. Also die sehen jeden Tag ein bisschen anders aus, damit es nicht immer gleich bleibt. Und die werden auch wirklich schwieriger. Also ihr seht, die sind schon hier ziemlich steil. Also wenn man da im falschen Moment drückt, kann man auch ganz schnell an Speed verlieren oder quasi so dann wieder, naja, gegen einen Felsen schlagen und dann verliert man einfach an Speed und die Nacht holt einen ein. So, also dann muss man immer wieder so ganz langsam anfangen und dann wieder langsam Speed aufbauen und man kann auch früh drücken, aber dann müsst ihr das richtig einschätzen, damit ihr dann wieder im richtigen Moment, naja, Tempo bekommt. Ja, mir hat das früher sehr viel Spaß gemacht und jetzt ist es eigentlich auch ziemlich nice. Und ist auch gar nicht so schwierig. Und hier ist die nächste Welt und das ist echt schön designt. Und ich weiß gar nicht mehr, was diese blauen Dinger machen. Ich glaube, das ist einfach nur so ein kleiner Turbo-Boost. Aber naja, gucken wir mal, ob wir gleich vielleicht einen einsammeln können, den wir bekommen, wenn wir im Mega-Speed-Modus sind oder so. Aber ihr seht, die Sonne kommt uns schon immer ein Stück näher. Also wir haben schon ziemlich viel verbockt und wir werden nachher dann leider sterben. Aber hier ist zum Glück keine Werbung oder so. Also ich denke schon, dass das was gekostet hat. No, seht ihr, unten kommt die Nacht immer näher. Aber wenn wir in so eine neue Welt oder in so eine neue Insel rüberkommen, dann geht es immer wieder ein Stück zurück, außer man verkackt direkt wieder am Anfang wie ich gerade. No, schnell, mein Vogel. No, du darfst nicht sterben. Es geht unter. No. Hier ist auch gerade so ein scheiß kleiner Hügel. Da kann man wenig Speed aufbauen. Vor allem die hohen Dinger sind echt gefährlich. Wir sterben jetzt. Tada, goodbye. Naja, aber ist ganz, ganz lustig. So, und dann haben wir hier daneben die Flugschule. Und dann kann man mit denen hier Rennen, glaube ich, fahren oder so. Ja, da gibt es verschiedene Inseln. Ich bin gerade bei der hier, bei Orca-Insel. Die davor habe ich schon abgeschlossen. Und da muss man, glaube ich, Erster werden. Und dann bekommt man diesen Fisch da. Die sind ganz stark. Also vor allem, ja, warte, lass mich nochmal neu anfangen. So, die Frösche sind unser Counter. Die sind echt gut, die Gegner hier.
Und da könnt ihr euch abgucken, wie ihr landen könnt. Und wir haben direkt verkackt und sind viel zu lang. Boah, habe ich das lang nicht mehr gespielt. Holy. Holy, habe ich das lang nicht mehr gespielt. Sind die viel besser als wir. Damn. Achso, es gibt auch die Hüpfdinger da, die ihr gerade gesehen habt, da in der Mitte. Da kann man auch drauf drücken. Und dann hüpft man so schön. Also nicht alle sind hier gut. Und unten sieht man dann, wie weit die Leute sind. Aber wir sind hier definitiv letzter, weil ich da erst wieder reinkommen muss. Aber ist echt cool, das Spiel. Also, Werbung diesmal nicht für Flow. Das Spiel, das wir zuerst getestet haben, das ist auch ganz nice. Aber die Werbung ist so annoying. Also definitiv eher Tiny Wings. Das ist schon viel cooler. Ja, wirklich viel cooler. Und ich verkacke sowas von. No. Komm, wir versuchen ein anderes. Wir versuchen mal das erste. Vielleicht sind die da noch nicht so stark. Ja, da sind die, glaube ich, ein bisschen schwächer. Wobei man die auch nicht unterschätzen darf. Auch wenn man in andere Kuhle hüpft, heißt das nicht, dass man automatisch langsamer ist oder so. Jeder hat da so seine andere Spielweise. Und wir sind aber momentan gut dabei. Und jetzt habe ich verkackt. Shit, ich habe es ganz genau gemerkt. Ich habe es überschätzt, dass wir ein bisschen weiter fliegen. Und dann habe ich genau diese Kuhle verpasst. Und jetzt werden wir nur Zweiter. Und dieses Wasser ist übrigens auch ganz schlecht. Da wird man nämlich mega gebremst. Also nicht ins Wasser springen. Typisch für Vögel, die können nicht so gut im Wasser. Also fliegen da nicht so schnell. Und also mit nassen Federn quasi. Und da solltet ihr nicht rein. Aber naja, das war's jetzt. Wir sind Zweiter. Wir kommen jetzt in unser Nest, glaube ich, wieder rein. Was? Erster? So geht's. Yay, und dann bekommen wir einen Fisch. Aber ein viel schlechterer Rekord als damals bei mir. Naja, so viel zum Let's Test. Habe ich euch noch ein anderes Spiel gezeigt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Test Video wieder. Jeden Montag. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da, wie immer. Aber ich fand Flow definitiv schlechter als hier das. Aber das kostet wahrscheinlich Geld. Lasst es mich wissen. Ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.